Ich bin bei 90 Spielstunden und habe alles mitgenommen, bis auf DLCs und Atlantis. Ja, ich bin bei mehr schon. Ich müsste bei mehr mittlerweile sein. Aber wie gesagt, ich stelle mich auch manchmal blöd an und ich habe auch. Aber hast du jeden Ort gemacht? Also jeden Ort, wo du was machen kannst, hast du jeden Ort erkundet oder hast du die auch nicht alle gemacht? Okay, ich spiele mit Controller. Ich weiß jetzt nicht, was besser ist. Oder einfacher. Also für mich ist Controller wahrscheinlich wirklich einfacher, aber ich weiß nicht, ob nicht sogar Maustastatur, wenn man es beherrscht, besser wäre. Okay, ich bin öfter gestorben als 23 Mal, definitiv. Beim nächsten Mal mach ich mal einen Death Counter oder so. Gut, du bist beim nächsten hier. Spiel. Das Volk erwartet bereits meine Ansprache. Dies solltest du zu deinem Vorteil nutzen können. Das habe ich zu klären gefunden. Mytilene ist nur der erste von vielen Orten, die er auslöschen möchte. Mit dem Einfluss, den er über die Polis hat, bekommt er jedes Mal die Zustimmung zum Töten. Dann liegt es an uns, jetzt und hier ihre Meinung zu ändern. Begleitest du mich? Wir begleiten Vielleicht ihn, natürlich. Reicht es nicht, vor dem Volk zu reden. Wir müssen ihnen zeigen, warum es falsch ist, Cleon. Krass, Level 83. Es überrascht mich, dass du so eine Idee vorschlägst. Ungewöhnliche Zeiten. Waren das nicht deine Worte? Waren sie. Folge meinem Beispiel und tu so, als wärst du einer von Cleons Unterstützern, nicht von mir. Ich tue mein Bestes. Ach, wir machen eine sokratische Rede jetzt. Cleon ist ein Mann des Volkes. Sag mir, wenn du jemanden mit dem Schwert verletzt, bist du dann nicht verantwortlich? Doch. Was, wenn du jemanden anheuerst, um einem anderen zu schaden? Bist du dann auch verantwortlich? Das ist lächerlich. Nicht ich hätte ihm geschadet, sondern ein anderer. Wäre die Person ohne dein Zutun sicher vor Schaden gewesen? Jedenfalls vor mir, ja. Dann gibst du zu, dass du für diesen Schaden verantwortlich bist. Denn du bist daran beteiligt gewesen, wenn auch nur indirekt. Ich schätze, das tue ich. Wir sind uns einig, dass man anderen auch anders schaden kann als mit eigener Hand. So ist es. Dann lass mich dir noch eine Frage stellen. Wem vertraust du? Der Mehrheit oder dem Einzelnen mit mehr Fachwissen? Warte mal. Wir sollen das tun, als wären wir Cleon. Also sagen wir natürlich der Experte. Mit dem Fachwissen. Er weiß es vermutlich besser als Sokrates ich. Möchte, dass das Volk regiert. Dann hängt deine Entscheidung nur davon ab, was ein anderer sagt. Andere Informationen habe ich nicht. Und wenn er lügt? Wer mich anlügt, hat mein Vertrauen nicht verdient. Natürlich nicht. Denn schließlich, wenn er dich einmal angelogen hat, wer sagt, dass er es nicht nochmal tut? Ja, da hast du recht. Dann stimmst du also zu, dass jemand, der lügt, kein würdiger Anführer ist? Natürlich. Oh, Athena! Und ihr? Würdet ihr nicht zustimmen, dass man auch für den Schaden, den ein Mittelsmann verursacht, indirekt verantwortlich sein kann? Würde ich! Und würdet ihr jemandem folgen, von dem ihr wisst, dass er euch zu seinem Vorteil angelogen hat? Natürlich nicht! Eben! Und aus diesem Grund möchte ich euch bitten und beschwören, hört mich an! Der nämlich, dem ihr momentan folgt, lügt zu seinem eigenen Vorteil. Cleon hat euch angelogen, um eure Zustimmung für den Angriff auf Mytilene zu bekommen. Und wir haben Beweise, dass er es wieder tun wird. Wird dieses Schiff erst in Mytilene sein, hat niemand dort eine Chance zu überleben. Jetzt, da ihr die Wahrheit kennt, könnt ihr eure Entscheidung zurücknehmen. Wir müssen erneut abstimmen. Das Leben dieser Menschen liegt auch in unserer Hand. Das Schiff muss umkehren.
Das war eine echte Lehrstunde in Rhetorik. Das Volk wird nicht ignorieren können, was es gehört hat. Ja, eine Lehrstunde. Wir haben nur geredet. Wir haben weit mehr getan. Wir haben mit Beweisen und Argumenten für einen Ausgang gesorgt, der nicht nur Kleon schaden, sondern hoffentlich viele Leben retten wird. Gut. Aber reicht das auch? Ich glaube, Kleons Untaten werden sich in Athen herumsprechen. Die Athener lieben ihre Stadt und wofür sie steht. Niemand kann sich wünschen, dass sie fällt. Gut, haben wir die eine Quest abgeschlossen. Jetzt müssen wir noch den anderen Typ finden für das Theaterstück. Wenn ich mich recht entsinne. Genau hier. So, das ist hier auf der anderen Seite. Der Stadt. Wir gehen mal über die Dächer, damit wir hoffentlich nicht so viele Söldner treffen. Okay, hat sich jetzt erledigt mit den Dächern. Ich bin echt mal gespannt. Was hat der denn da gemacht? Also, ne, ich habe eben gehört, also von der Stunde schon gehört, dass ich fast durch sei. Mal sehen, wie lange das jetzt noch dauert. Oh Gott, da ist eine Wache, da gehen wir mal drum herum. Ich möchte unser Kopfgeld eigentlich wegbekommen, das nervt so. Aber wir müssen jetzt 200 Meter, wir haben es fast geschafft. Klettern wir hier auch mal hoch. Da ist irgendwas. Das muss Thespis Haus sein. Ich weiß gar nicht, welche Rüstung das ist. Ich habe voll die gemischte Rüstung. Ich habe jetzt voll lang nicht mehr, ob ich nicht bessere Sachen habe. Muss ich irgendwann auch nochmal machen. Ja. Im Moment komme ich relativ gut noch klar. Oh Gott, was ist jetzt hier los? Du siehst nicht aus wie ein Schauspieler. Außer du spielst eine Stadtwache. Ich... Schweig! Ich werde dir ein paar Fragen stellen und du wirst sie beantworten. Aber Befehlshaber Rexenor... Wie heißt du? Bulis. Nun, Bulis, es liegt an dir, ob du hier lebend rauskommst. Hast du verstanden? Ja. Du solltest mir besser nichts verschweigen. Ich weiß nur, dass sie den Typen beschäftigen sollen. Sieh doch selbst nach in der Taverne. Und das war alles? Ich befolge doch nur meine Befehle. Ich stelle keine Fragen. Ach ja. Tu etwas, das sich lohnt und komm in meine Mannschaft. Du bist loyal und du befolgst Befehle. Ist das dein Ernst? Was sagst du? Und aus Athen rauskommen? Danke. Danke. Gut, machen wir es dann so. Bulis, das ist ja bestimmt kein guter. Wahrscheinlich nur so ein Monk. Oh, das geht sogar. Speerschaden und, also Speerschaden macht er mehr. Pfeile ein bisschen weniger, aber Speerschaden einiges mehr. Was haben wir sonst noch? Die ist nicht so gut, ne? Machen wir den mal dafür. Der ist besser. Okay. Dann suchen wir eine Taverne weiter. Was ist ein Monk? Oh, mein Monk.
Ich glaube, er hatte genug. Und was geht dich das an, Mädchen? Ja, was geht dich das? Oh, sieh mal an. Du solltest jetzt gehen. Sein Arbeitgeber schickt mich. Aristophanes. Und? Er ist nicht auf Arbeit. Ja, nicht auf Arbeit. Aber ich mag ihn. Aristophanes, lustiger Kerl. Heftige Ansicht. Kann sein. Vielleicht habe ich mich gerade versprochen. Ja, das sind sie. Ich brauche ihn nüchtern und ausgeruht. Ich glaube, du verstehst nicht richtig. Befehlshaber Rexenor hat befohlen, dass er hier bleibt. Ich glaube, wir müssen kämpfen. Ich bleibe. Ich will keinen Ärger. Nee, ich habe im Ubisoft-Dings keine Upgrades geholt. Das habe ich nicht gemacht. Ach so, ja, das kann sein, dass ich das gesagt habe. Gebt mir Thespis und im Gegenzug gebe ich euch etwas. Wir versuchen mal diplomatisch zu sein. Hier, für eure Mühen. Ab jetzt kümmere ich mich um ihn. Ah, Drachmen regieren die Welt. Also gut, du wirst uns nicht wiedersehen. Ich glaube, das ist besser so. Ich fühle mich nicht so gut. Wow. Oh Gott, jetzt müssen wir hier durch. Ach. Ist nicht der erste Betrunken, den wir hier durch die Gegend schleppen, ne? Du trägst eine Maske. Du bist vollkommen sicher, hat er gesagt. Du bist so stark, Digga. Gucken wir jetzt einmal hier rum. Meine Eltern sagten, ich werde entweder Schauspieler oder Säufer. Ha! Die Narren, ich bin beides. Ich sagte ihm, Leon, bringst du... So, einmal ausruhen, bitte. Aber weiter darfst du nicht gehen, denn ich kenne wahre Liebe. Ich will nur, dass du morgen auftreten kannst. Natürlich. Und ich will nur meine Muse, meine Liebe. Ich trete nicht auf ohne sie. Ach komm, Reise, komm, du ich hab keine... Boah, Leute. Das Stück ist sehr wichtig. Ekaterina auch. Ohne meine Muse geht es nicht. Bitte! Sie ist westlich von hier im Haus der Aphrodite. Wenn das heißt, dass du dann auftrittst, finde ich deine Muse. Ja, wir gucken uns das natürlich an. Der Wurzverkäufer manchmal frage ich mich, ob es richtig war, Kefalenia zu verlassen. So, Quest abgeschlossen. Ja, wir haben immer noch kein... Ich dachte echt, wir würden jetzt ein neues Level erreichen, aber gut. Und jetzt mal ernsthaft, dafür, dass das nur 4-5 Quests waren, haben wir hier wieder ganz schön viel, was wir machen müssen. Im verseuchten Athen. Mit den ganzen Kopfgeldjägern, die mich hier jagen wollen. Hier darf man mich nicht sehen. Einmal einen großen Bogen machen. Nehmen wir Daisy nochmal mit. Hat sich ja gelohnt sogar. So, jetzt haben wir es aber fast geschafft. So, mal gucken, ob die Muse jetzt hier auch zu dem Typen geht oder nicht, aber die will bestimmt auch irgendwas. Nicht wirklich mein Typ. Zu viele Muskeln. Aber wenn du die Drachmen hast, werde ich mich damit arrangieren können. Thespis sagte, ich finde dich hier. Oh, mein liebster Thespis. Ein Künstler auf so vielen Gebieten. Aber reden wir über uns. Nee, Thespis schickt mich. Du verstehst nicht. Ich brauche deine Hilfe. Das tun viele. Diese Hände halfen schon mehr Menschen als Hippokrates. Oh Gott. Nein, Thespis hat mich hergeschickt. Ich gebe dir sicher keinen Rabatt, nur weil du mit ihm bekannt bist. Nein,
Thespis will, dass du zu ihm gehst. Er braucht deine Hilfe, um morgen aufzutreten. Thespis liebt es, aufzutreten. Aber diesmal wird er es ohne mich tun müssen. Aber du bist seine Muse. Befehlshaber Rexenor sagte, es würde mich mein Leben kosten, wenn ich mich momentan mit Thespis abgeben würde. Aber dann müssen wir erst den Befehlshaber töten. Keine Sorge, ich kümmere mich um diesen Befehlshaber. Es war mir so klar. Du verstehst nicht, was für ein Hund er ist. Er ist mehr als nur irgendein Athena-Soldat. Was meinst du? Geheime Treffen, komischer Besuch. Er ist einfach gruselig. Du musst ihn töten. Es gibt keine andere Möglichkeit. Das war mir fast klar. Wenn ich es tue, gehst du dann zu Thespis? Es wäre mir ein Vergnügen. Ja, der keine ist tot. Sorge. Ich kümmere mich. Wir kürzen das ab. Bring mir sein kleines Schwert als Beweis. Okay, ein kleines Schwert, das klingt sehr dubios und zweideutig. Niemand sollte sich glücklich schätzen, bevor er stirbt. Bis dahin ist er nicht glücklich. Er hat nur Glück. Warum war das jetzt aktualisiert? Den war schon lange tot. Was ist nice, dann haben wir einen Strang wieder wegbekommen. Ja, ist so gut. Kennen wir noch einen Kultisten? Ohne Zweifel steht dieser Rexenor mit dem Kult des Kosmos in Verbindung.